Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Ich wohne mit einem Känguru zusammen. Das Känguru steht total auf Nirvana, ist ein Schnorrer vor dem Herrn und war früher beim Vietcong. Aber das nur nebenbei. Zur Sache. Ich reibe mir die Augen und nehme einen großen Schluck Kaffee. Das Radio läuft. Nachdem sich die wirtschaftliche Lage gestern ein wenig entspannt hatte, ist sie heute früh wieder sehr verspannt, sagt der Nachrichtenmann. Zugeschaltet ist jetzt ein Experte. Hallo. Hallo. Sie sind Experte. Was ist Ihre Meinung dazu? Ich als Experte denke, wir sollten alle noch viel mehr Angst um unsere Arbeitsplätze haben. Ferner sollten wir den unteren Schichten unbedingt mit Verachtung begegnen, weil wir unbewusst Angst haben, selbst in diese Schichten abzurutschen. Schließlich sollten wir die Schuld an der Misere nötigenfalls Randgruppen zuschieben. Das sind einfache Maßnahmen, sie müssen nur konsequent umgesetzt werden. Ich nehme noch einen großen Schluck Kaffee. Verstehe, sagt der Nachrichtenmann. Ein Sprecher des neu gegründeten Ministeriums für Produktivität erklärte gestern, produktiv sei, was Arbeit schafft. Und das Känguru stürmt in die Küche, schaltet das Radio aus, knallt einen Schreibblock, knipst Stift auf mein Frühstück, zieht die Eieruhr auf und ruft: Los, los! Jetzt hat jeder von uns 5 Minuten, um sich seine Geschäftsidee der Woche auszudenken. Ich seufze. Was hast du denn? Fragt das Känguru. Ach, sag ich. Na was? Willst du das wirklich wissen? Na klar. Ich dachte gerade, jeden Morgen, wirklich jeden Morgen, ich seufze, muss man aufstehen. Die Gesichtszüge des Kängurus entgleisen, der Stift fällt aus seiner rechten Pfote, es lässt den Kopf hängen und starrt auf den Boden. Jeden Morgen, sage ich kopfschüttelnd. Einige Minuten sitzen wir schweigend in der Küche. Weißt du, dass du manchmal etwas unglaublich Deprimierendes an dir hast? Fragt das Känguru. Ich schalte das Radio wieder an. Die neue Social-Marketing-Kampagne Ich arbeite gern für meinen Konzern, der Initiative für mehr Arbeit, findet in der Bevölkerung viel positive Resonanz. Laut einer Umfrage des German Institute for Manufacturing Consent, GIFMC, unter repräsentativ ausgewählten Mitarbeitern des German Institute for Manufacturing Consent, GIFMC, würde 69% der Bundesbürger lieber einen entfernten Verwandten verlieren als ihren Arbeitsplatz. Das Känguru schaltet das Radio wieder aus. Wirklich jeden Morgen, sage ich, ohne Ausnahme. It's